Das gute kleine Velo Kitty. Okay, okay. Wir stehen fast vom Level ab. Wie gesagt, Level 30 muss kommen. Ausgewichen. Frech. Und dann überlebt er auch noch glatt. Nee, komm, ich töte dich. Ich war am Überlegen, ob ich es auffange, wenn ich schon mal die Chance habe, aber... Ich kümmere mich erstmal um die Story und ums Leveln. So. Dennoch möchte ich gerne das eine Nexo noch haben. Das wäre schön. Training, Training, Training. Während man so trainiert in einem Let's Play, fragt man sich, ob es nicht vielleicht doch gut ist, dass man an den meisten Shonens das Training im Groben und Ganzen weglässt und rausschneidet. Und nicht alles zeigt, haargenau. Okay, da bist du ja. Aber das wird er nicht überleben. Dann halt nicht. Ja, entweder ich kriege es jetzt oder Pech. Scheißegal. Cheat egal. Wie gesagt, erstmal Story und Training im Vordergrund. Jawohl, jawohl, jawohl. Und zack. Irgendwie cool, dass der Busch wackelt. Aber wie gesagt, ich mag auch dieses Random Encounter bei Pokémon. Ich frag mich, ob es in dem Spiel auch so Shinies und sowas gibt. Ich habe keine Ahnung. So, Level 28, sehr schön. Oi, er ist aufgestiegen. So. Okay, nächster Versuch. Naja, sie ist schon zu stark dafür. Aber ungeschwächt fangen klappt hier bei Nexomon, glaube ich, nicht. Wenn die selbst geschwächt schon so gerne ausbrechen. Oh, was ein Fratz. Aber Level 6 ist halt auch schon ein bisschen Lash, ne? Warte mal. Wo ging es jetzt lang? Hier oben? Oder da unten? Ne, hier oben, ne? Aber, warte mal, das ist falsch. Ah, ja, ja, hier rum. Ich Blindfisch. Ah ja, runter, genau. Eieieiei. Okay, probieren wir hier unser Glück jetzt. Müsste ja jetzt besser klappen. Weil die sind halt hier ein bisschen stärker.
Wir können ja notfalls hier hin und her pendeln oder so. Hui, 2 Levelaufstiege. Jawohl. Nein, da war ein Busch am Wackeln und dann sind wir aus dem Screen. Aber warte mal, wir können halt auch hier hinten versuchen jetzt. Hier zum Beispiel. Ja, wobei die Gegner bleiben die gleichen. Ausgewichen. Rums die Bums. Ich wünschte, es würde hier mehr Trainerkämpfe geben. Weil die sind echt rar gesät, also wenn man das mit Pokémon vergleicht. Die sind echt sehr, sehr rar gesät. Wo geht's hier lang? Okay. Die sind leider echt rar gesät. Scheißhausfliege. Ich bin sogar am Überlegen, die jetzt direkt auf 40 zu ziehen. Weil erst alle auf 30 und dann. Da kann ich jetzt auch gleich exzessiv trainieren. Wie gesagt, ich habe die erste Session auch noch nicht auf. Also hochgeladen, noch nicht mal geschnitten. Eventuell kann ich ja die Folgen irgendwie markieren, dass es ersichtlich ist, dass es Training ist. Weil dann kann sich auch keiner, der es nicht gucken möchte, beschweren, dass man ja nur Training sieht. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich die Folgen dann nenne. Story-Folgen haben dann halt Story-typische Namen. Warte mal. Den Kampf nehme ich auch mit. So, weg mit dir. Ich will irgendein vernünftiges Feld jetzt hier haben. Ja, so wie hier, das ist, glaube ich, ganz okay. So, wieder die alte Scheißhausfliege. Und eine neue Attacke. Schleuderattacke. Schleudere deinen Gegner, bis ihm schwindelig wird und er verwirrt ist. Alles klar. Den finde ich halt auch cool. Okay, überlebt diese Attacke und ich fange dich. Tja, Pech gehabt. Also er, nicht ich. Er hatte seine Chance, sich zu beweisen. Hier ist die Stadt. Warte mal, dahinter war doch... Ich will eine vernünftige Trainingsfläche. Einfach eine vernünftige Trainingsfläche. Hier zum Beispiel. Haha. Na du Kesselkopf. So. Geht's
zu trainieren, macht mehr Sinn. Also mit ihr jetzt speziell, weil sie ja jetzt schon höher levelig ist. Okay, Levelaufstieg. Ich frage mich, ob sie noch eine Entwicklungsstufe hat. Ich weiß, man kann das ja nachgucken hier bei Nexomon, aber irgendwie möchte ich nicht nachgucken. Brauchen eine richtig coole Trainingsfläche. So, weg mit ihm. Rabemme, rabemme, rabom. Warte mal. Ich habe mir jetzt nicht so genau gemerkt, wie das hier alles aussah. Einfach eine coole Trainingsfläche wäre schön. So. Ich glaube, das funktioniert hier ganz gut. So, 33. Einfach ausgewichen, der Frechdachs. So geht das aber nicht. Hier. Na komm, wobbel, wobbel, wobbel. Komm schon, ich will weiter trainieren. So. Das haben wir. Weg mit dir. Level 14. Was habe ich gerade gesagt? Level 14? Level 40 incoming, das wollte ich sagen. Warte mal, was war denn hier hinter? Hier ist auch gut zum Trainieren. Oh, wer bist du denn? Molobomb. Einfach alle one-hitten, wenn es möglich ist. Er wieder. Okay. Ich denke, ich werde die Folgen wirklich irgendwie Training nennen, irgendwie. Also das erste Training, was wir hatten, irgendwie Training 1, dann 1.1, 1.2 und so weiter und das jetzt hier Training 2 und so, dann ist auf jeden Fall in den Folgen zu erkennen, dass das Training ist. Ich denke, das ist okay. Aber wie gesagt, ich sehe nicht ein, dass ich das weglasse, weil ich möchte schon meine komplette Erfahrung, meine komplette Experience hier mitnehmen im Let's Play. Und wie gesagt, ich persönlich, aber das ist ja auch immer eine persönliche Geschmacksfrage, ich persönlich gucke mir das auch gerne bei anderen an, die halt auch solche Spiele spielen. Aber ich mag halt eben auch einfach stumpfes Grinden.
Ich kann auch bei Minecraft stundenlang einfach wirklich blöd in der Erde rumbuddeln mit Begeisterung, ohne was zu bauen oder so. Oder ohne was Spezielles zu suchen. Einfach Schicht für Schicht abtragen. Kann ich stundenlang mit Begeisterung machen. Passende Mucke dazu an und los geht's. Deswegen, aber ich werde das endlich machen. Was Training ist. Oh, hallo, ungewöhnlicher Koala. Überleb das und ich fang dich. Theoretisch müsste ich ihn jetzt fangen, aber... Oh, wir schlafen. Mal gucken, wie lange wir schlafen. Netter Angriff. Tja, er hat's nicht überlebt. Schade. Wobei das eigentlich auch unfair ist, das war der stärkste Angriff. So, 36. Wie gesagt, so einfach der stärkste Angriff. Den finde ich auch cool. Vielleicht überlebt er das ja. Nö. Tja, dann fange ich ihn halt auch nicht. Dann war er es jetzt nicht wert. Dann war er es jetzt nicht wert, gefangen zu werden. Dasselbe gilt für dich. Überleb das und ich fange dich. Tja, Pech gehabt. Pech gehabt. Das Vieh finde ich halt auch cool. Ich traue mich aber auch gar nicht in den Deck zu gucken, weil ich will mich halt nicht spoilern, wann sich welches Vieh entwickelt und ob sich eins jetzt nochmal zum Beispiel ein drittes Mal entwickelt, wie die Katze hier. Ich will da Überraschungen. 37. Ui, was ist das für ein Segen? Ein Segen unbekannter Herkunft. Stellt die HP wieder her. Das ist gar nicht mal verkehrt. Sowas drauf zu haben. Nahkandrama. Das ist der Trainingsarc 2. Wir mussten stärker werden. Ist ja ein Fakt. Oh, okay, überleb das und ich fange dich. Alles klar, du wirst gefangen. Let it rip. Jawohl, Ski. Erfolg, du hast Klonky gefangen. Klonky Kong ist nun dein. Der kleine Klonky. Dann haben wir den wenigstens auch schon mal. Auch wenn der nicht ins Team kommt, weil das Team versuche ich bis zum Ende des Spiels jetzt so zu lassen. Also Story, danach weiß ich nicht, ob ich das Let's Play noch weiterführe oder dann privat weiterspiele oder das Spiel Ad Acta lege, das sehe ich dann. Ist auch noch ein bisschen zu früh, um das jetzt schon zu entscheiden, finde ich. Also wenn der Spaß noch da ist, würde ich es auf jeden Fall weiterspielen. Wie gesagt, dann kommt es nur drauf an, ob privat oder im Let's Play. Boom. Na, Bushis, wackelt. Überleb das und ich fange dich. Tja, Pech gehabt. Und 38. Wir nähern uns der 40. Gute Sache. Es
So, hier, nimm das. Ich muss aber dazu sagen, ist auch für mich ganz angenehm, dass ich jetzt trainiere, weil das ganze Vorlesen und so, das geht schon irgendwann hart auf die Stimmbänder. Ja, dann hör jetzt auch auf zu quatschen, Pranke. Ja, das ist ja dann komplett langweilig. Wenn ich während der Trainingssequenzen nicht mal irgendwie allgemeins Blablabla mache. Schade. Er hatte seine Chance. Oh yeah, Level 18. Okay.